Ja, meine lieben Freunde, ein Hallo und recht herzliches Willkommen hier zurück zur nächsten Folge hier auf der, ja, nicht Saxonia, ich wollte es gerade schon sagen, nein, auf der nordfriesischen Marsch, jetzt mittlerweile in der 2.0. Ja, ich habe mal geupdatet, das Ganze hier, ja, aber immer noch sind wir hier in der Pelletsproduktion, beziehungsweise beim fröhlichen Pelletspressen. Hatten wir in der letzten Folge hier angefangen. Und ja, heute geht es eigentlich damit hier weiter, weil wir müssen, wie ihr seht, wir haben ja noch bis zum Horizont. Geht es noch weiter, da drüben geht es ja dann auch noch weiter. Ja, wie gesagt, wie ich schon sagte, 2.0 ist draußen. Ich habe es jetzt auch hier aktuell, das heißt, wir sind jetzt auch auf dem aktuellen Stand, haben jetzt hier auch Mais Plus drauf, haben alle Mais Plus Zusätze mit drin. Das heißt, wir haben auch die anderen Früchte mit jetzt drin, also Vermehrungsgras ist mit drin. Ja, können wir gleich mal gucken auf der Karte. Ich weiß gar nicht, was hier noch alles dazugekommen ist. Ich glaube Karotten, ich weiß gar nicht, ob die schon bei waren. Ich glaube, die sind dazugekommen. Karotten, Zwiebeln hat man ja, Roggendinkel, Hirse, Mohn. Weiß ich gerade gar nicht. Also auf jeden Fall Vermehrungsgras ist dazugekommen. Bei den anderen bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, Sorghum und Luzerne sind dazu gekommen, glaube ich, und Mohn. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja, auf jeden Fall, da müssen wir mal gucken. Weil wir müssen ja überhaupt mal gucken, wie wir jetzt in der nächsten Saison überhaupt weitermachen. Also, beziehungsweise, was brauchen wir? Das wäre das Erste. Ja, und das Nächste wäre, wir haben... ja, in der letzten Folge davon gesprochen, dass wir uns ja Geld ansparen müssten, um uns die Halle mit dieser Pelletsverpackung oder mit dieser Pelletierung zu kaufen und zu leisten, damit wir die Pellets hier, die wir jetzt hier produzieren, ja, auch zu Paletten pressen können, damit wir ein bisschen mehr Geld machen. Ja, und wenn ihr mal hier oben auf den Kontostand guckt, ich habe jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen weiter gespielt. Habe, na gut, was heißt weitergespielt? Viel habe ich nicht gemacht. Ein bisschen rumgetestet. Aber ich habe in der Zeit mal noch ein bisschen Milch verkauft. Wir hatten ja noch eine ganze Menge Milch da. Ja, das ging ganz gut bei rum. Ich musste zwar noch ein klein bisschen Kredit nehmen, damit wir halbwegs hinkommen. Aber ja, jetzt haben wir 575.000. 400.000 kostet uns der Spaß. Die Pelletierungshalle. So, und ich würde sagen, der ist eh gleich voll. Müssen wir uns gleich eh mal kümmern. Und zwar, wem nehme ich denn? Ich nehme den hier, der am Dieselfass hängt. So, den schnappen wir uns. Wo habe ich denn den Hänger überhaupt stehen gehabt? Da oben, ne? Stehen lassen. Gut. Ja, wie gesagt, da hole ich mir jetzt einen Hänger, dass da die Strohpellets mal geleert werden. Und dann hatte ich vor, mit euch in der heutigen Folge mal die Pelletierungshalle zu platzieren und schon die ersten, ja, Sachen reinzuwerfen, dass die mal anfängt. So dass wir da dann kontinuierlich ja, Paletten mit Pellets kriegen, die wir dann gewinnbringend verkaufen können. Und des Weiteren hatte ich vor, dazu komme ich aber dann noch, ich muss dann hier oben den Kollegen noch mal betanken, der ist nämlich leer gelaufen. Hier der eine irgendwo, wo er steht. Nee, hier nicht, warte mal eins. Hatte ich eigentlich vor, eins von den Grasfeldern, die uns gehören, zu pflügen, unterzugrubbern, das ganze Gelümpf. Ach, hier steht er, ja, genau. Und da mal ein wenig Vermehrungsgras aufzusetzen, um einfach mal zu testen, wie das Zeug sich denn verhält. Weil, wenn wir es schon mal haben, dann können wir es ja auch mal nutzen. Ja, das wäre so mein Plan für heute, beziehungsweise irgendwie für die Folgen. Mal gucken. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir noch ein bisschen brauchen werden, bis wir die ganzen Pellets hier bekommen. Also, ja, gehe ich mal so stark davon aus.
Aber wir sehen, ich bin noch am Überlegen, ob ich euch das jetzt alles antue, ob ich euch jetzt wirklich die ganze Zeit, upsala, hier leckt, dabei habe, wenn ich jetzt hier Pellets presse, oder ob ich das rausnehme und erst wieder da bin, wenn denn alles weg ist. Schauen wir mal, weil irgendwann jetzt demnächst sollten ja dann auch noch die zwei, Quatsch. Die drei Felder Sonnenblumen müssten noch reif werden. Der zweite 15 und die 13. Und unser Maisfeld ist ja auch noch nicht ready. Das heißt, das muss ja dann auch noch geerntet werden. Das heißt, sollte das jetzt zwischendrin passieren, kann ich das noch mit reinschieben. Die 18, hatten wir die denn eigentlich schon? Nee, die 18 ist auch noch nicht reif. Seht ihr. Das heißt, die müssen wir auch noch mit ernten. Aber dazu später. So, der gute Kollege ist jetzt gleich leer. Ich flitze jetzt mal fix zum Hof. So, weil jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo wollte ich denn die Pelletierungsanlage hinpacken? Hier haben wir unsere Schäfchens, nicht wahr? Genau. Oh. Ach, da. Oh, guck mal. Warte mal, ist das jetzt Schmutz oder was ist das? Oder ist das Stroh? Ich bin verwirrt. Moment. Ohne Moment, oh nein, da geht's ja nicht. So. Nee. So. Ist das Schmutz? Ihr seid schmutzig. Toll, sehe ich gar nicht. Wolle 0. Sauberkeit 100%. Okay. Dann ist das wahrscheinlich nicht Schmutz. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, und wie ihr hier seht, unsere hübschen Schäfchens bräuchten noch Zuckerrüben und Karotten, oder beziehungsweise eins von beiden. Da wäre jetzt halt die Überlegung, ob wir uns auf Karotten spezialisieren nächstes Jahr, dass wir mal ein Feld dafür machen, oder wir machen Zuckerrüben. Der Rest ist nicht das Problem. Also gut, Heu, Luzerne, gut, da müsste ich gucken, Luzerne und Klee. Habe ich momentan so ein bisschen das komisch große Problem, wenn ich in meine Liste gucke. Hier finde ich aber leider Gottes weder Luzerne noch Klee aufgeführt. Jetzt ist die Frage, fehlt mir hier noch irgendwas oder wie komme ich jetzt an Klee und Luzerne? Weil irgendwie sollte es ja eigentlich möglich sein, nur es wird es mir nicht anzeigen. Oder es zeigt es mir nicht an. Das ist jetzt die gute Frage. Ich meine, gut, ich komme mit Heu auch hin. Heu habe ich, eine Heutrocknung habe ich, dann baller ich da Heu rein. Aber wäre schon mal schön zu wissen, warum ich das nicht habe. So, weiter geht's. Weil wir jetzt gerade mal überlegt hatten, hier hatten wir ja Saatgut und Dünger, nicht wahr? Genau. Wenn wir jetzt sagen würden, die Fläche ist ja groß. Hier seht. Hier wollte ich eigentlich Platz lassen für eventuelle neue nicht Produktionsstelle. Was haltet ihr davon, wenn wir, hier haben wir ja den Kuhstall plus Dings, hier haben wir Platz. Da könnten wir die Pelletierungshalle hierher pflanzen, so, weißt du, so am, hier ist der Weg und hier so. Denke ich. Wir müssen mal gucken. Guck's mir jetzt gerade mal an. Jetzt muss ich gerade wieder gucken, bei was war es? Bei Diverses, ne? Nee. Nee, Quatsch, bei Hallen war es. Genau. So, und zwar wollten wir uns diese hier nehmen. Die mit dem Pelletierer. Und mit Kran. Kostet 400.000. Wie gesagt, 575.000 haben wir. Das heißt, ja. So. Genau. Hier stehen wir schon fast richtig. Müssen wir jetzt bloß mal gucken, ich glaube so rum, ne? Genau. Rasterplatzierung. Okay, Rasterplatzierung passiert mal so absolut gar nichts hier gerade. Finde ich auch sehr gut. Also ich hätte so gedacht, hier so vielleicht hin. So haben wir da hinten noch Platz und da noch Platz und allgemein überall noch Platz. So hätte ich jetzt gesagt. Dann haben wir dahinter Platz, um noch was anderes zu setzen. Aber warum geht die Rasterplatzierung jetzt nicht?
C. Hm. Ich drück C, passiert gar nichts. Okay. Ja gut, ich würde sagen, gehen wir noch ein Stück hier rüber. Und da würde ich sagen, hier werden wir uns gemütlich machen. Klick und da ist sie. So, meine Freunde, da ist sie nämlich nun endlich. Die gute Pelletierungshalle. Mit Pelletierer plus ja, Kran. Ich finde den Kran ganz schön. Er ist zwar ein bisschen nervig, muss man dazu sagen, ja. Aber geht. So, ich würde sagen, ich gehe wieder hoch zu meiner Presse. Das war noch ein bisschen. Wie viel haben wir jetzt hier drin? 28. Gut, da können wir aber noch mal. Da fahren wir noch mal eine Runde, bevor wir die wegfahren. So. Dann haben wir wenigstens jetzt in der Folge mal schon mal was Sinnvolles getan. Hallo? Achso. Das Rohr hatte ich ausgeklappt gelassen, genau. Für den Fall der Fälle, es geht zwar eh nicht, dass wir das, oder warte mal, wir machen mal folgendes. Die kleinen Fitzelchen müssen wir so oder so mitnehmen. Da werde ich jetzt mal da lang fahren gleich. Na, gerade vorwärts. Vorwärts fahren. Und ja, wir sind nicht gerade die schnellsten im Moment, das ist normal. Aber leider Gottes mehr wie 8 km/h knapp geht nicht. Dann sagt der Error, da schluckt er, da verstopft er. Das hat man ja mal probiert. Ich kann zwar hier nochmal gucken, 8 km/h. Also normalerweise bis 10 km/h sollte es eigentlich gehen. Mal, mal sehen. Es kann natürlich hier dran liegen, weil, na gut, das ist jetzt kein so großer Streifen. Ach so, ihr seht schon. 9 km/h ist schon wieder zu viel. So. Ja. Also mehr wie 7 geht nicht. Sogar bei sowas kleinen, da macht er dann schon Error. Hm? Sogar hier macht er jetzt Error. Warum? Ist der bescheuert? Okay, das Kleine ist zu klein scheinbar. Alles nimmt er nämlich irgendwie nicht. Naja gut. Passt. Der Rest wird untergepflügt. Und natürlich, was hier schön wäre, was aber leider nicht geht, wäre, wenn das mit Cursplay geht. Dann bräuchte ich das jetzt hier nicht manuell, aber leider Gottes durch das Verstopfen ist natürlich klar, dass dann auch ja Cursplay dann zwar weiterfährt, weil er nicht rafft, dass da eben Verstopfung am Start ist. Ach, was da was. Wir fahren hinten hin. Scheiß auf das kleine Zeug, das bleibt beschlossen. Sonst kommen wir ja heute zu Ohrenschmerz. Das können wir auch nicht tun. Also von daher weiter geht's. Wir fahren wieder zurück zum nächsten riesen fetten Streifen, wo wir dann so gefühlte 3 Millionen Tage brauchen, um vor hinten anzukommen. Aber ist halt so. Ne? Da kannst du nichts machen, da musst du gucken zu. Ja, und natürlich habe ich auch Autodrive mal geupdatet. Wieder mal. Und ich sehe schon, ich habe sogar nicht mal die aktuellste Version. Es ist ja schon die RC5, glaube ich, sogar draußen. Da muss ich dann mal zwischen den Folgen doch noch mal ran und muss mal updaten. Aber naja, das machen wir dann. Jetzt stopfen wir hier erstmal noch ein paar Pellets, bevor die wieder Melasse braucht und neues Wasser. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr lang auf sich warten lassen. Ja, und wie ihr seht, es dauert. Also, ja. Deswegen weiß ich eben noch nicht genau,
wie mache ich es, nehme ich euch hier mit in den nächsten Folgen oder ja, mache ich es offscreen und ich bin dann erst wieder da, wenn der Zeugs hier runter ist. Aber mal gucken. Ihr dürft mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was ihr würdet sehen wollen. Also, ne, wollt ihr mich hier sehen, wie ich mich hier einen drauf wegquäle und die ganze Zeit nur Pellets presse? Oder sagt er, nee, kannst du ohne Aufnahme machen und, ne, weil, ich sag mal so, es ist ja nicht zwar spannend bei. Fährst hier die ganze Zeit den Schwad ab und tankst ab und fährst weg und wieder hin und, ja, ist jetzt nicht so sonderlich spannend. Deswegen wäre das mal gut zu wissen von euch, was ihr davon haltet. Ob das was wäre für euch oder gesagt, nö, wollen wir nicht weitersehen, wissen wir, wie es ist. Ja, lasst das weg. Na, da gerne mal Kommentare-Funktion benutzen, damit wir ein bisschen wissen, woran wir sind. Und wie ihr seht, hier geht eine ganze Ecke rein. Also hier geht wirklich eine ganze Menge bei rauf. Also was hier an Pellets rauskommt, ist schon wow. Ist schon nicht mehr feierlich. So. Damit hätten wir das. Jetzt gucke ich gleich mal. Es sei bloß gesagt, die Steuerung von dem Kahn ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wenn man es immer weiß, wie es geht, oh, ist voll. Sagt das doch mal egal. So. Ja. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt, dass der Kran, ja, ich weiß, ich könnte es auch mit einem Lader machen, also Radlader oder mit einem Teleskoplader, das dort raus und dort oben rein schmeißen. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Ich finde es mit dem Kran gar nicht so verkehrt, aber ist halt immer so ein bisschen in der, ja, nicht ganz das Schönste vom Schönen. Ah, guck mal. Ja, das war klar. Wieder zu weit weg. Bla bla bla, kennt man ja. Ah, da ist der. Also. So, jetzt will er. Ja, das ist nicht ganz so einfach, Freunde. Gucken, ob der Hänger jetzt schon voll wird. Ich glaube noch nicht. Eine Ladung ging da noch hin, ne? Rein aus der Theorie. Aus der Theorie. Theoretititi. Ja, 50%, genau. Da können sogar noch zwei Ladungen rein. Oh. Ich weiß gar nicht, wie viele Paletten wir aus dem ganzen Pellets dann irgendwann kriegen. Also es wären auf jeden Fall ein paar. Das kann ich euch schon verraten. Das habe ich schon im Vorfeld mal getestet. Da bist du eigentlich dann später nur am Pellets, am Paletten wegsammeln und hast du nicht gesehen, damit der dann arbeiten kann. Weil sobald der dann zu viele Paletten da stehen hat, dann macht er nämlich nicht weiter und. Ich glaube, 4 Paletten passen dorthin und dann ist Error. Dann stoppt der. Dann musst du erst wieder welche vom Förderband nehmen, damit er wieder weitermacht. Und ja, das ist alles ein bisschen langwierig. Und ich glaube nicht, dass ihr euch das antun wollt. Weiß ich nicht. Ne? Also dürft ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich euch das zeigen möchte, sollen, tun, täte. Oder ob ihr sagt, nee, das brauchen wir nicht, Leute, da bringst du dann lieber später, was weiß ich, wenn dann ans Häckseln geht oder so. Da müssen wir gucken. Uiuiui, ui, ui, und da sehe ich gerade, wie Wasser ist alle. Gut, das heißt, hier ist erstmal kurz Sense. Wir fahren erstmal Wasser holen. Auf dem Wege können wir auch gleich Melasse holen. Und ja, wie ich sehe, ist dann auch gleich schon die Folge wieder zu Ende. Alter Vater. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. So, aber das zeige ich euch jetzt mal noch, oder beziehungsweise das machen wir mal fix.
bevor ich die Folge beende. Zack. So, Melasse haben wir. Jetzt geht's ans Wasser holen. So, Wasser haben wir auch. Alles tutti frutti. Da würde ich sagen, ab wieder aufs Feld und weiter gepresst. Damit wir nochmal eine Ladung Pellets drin kriegen. Ja, und ihr könnt mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn gerne wollt, dass wir im nächsten Jahr auf die Felder bringen, beziehungsweise in was für eine Richtung soll es gehen. Also klar ist, dass wir die Kühe und die Schafe wieder weiter füttern, beziehungsweise für die Futter da haben müssen, das ist ganz klar. Das sehe ich vollkommen ein. Was wollt ihr noch, dass ihr hier, oder was denkt ihr, was baue ich als nächstes an, was soll ich anbauen? Ja, also da dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, eure Meinung, was wollt ihr sehen, beziehungsweise auf was soll ich hinausgehen? Mehr auf Produktion, soll ich ein paar Produktionen in Gang bringen? Dass ich in der Hinsicht was mache, weil müssen wir eben auch gucken, was brauchen wir für was? Ich meine, wir haben die Schlachterei oben noch, die wir ja wieder mal mehr bepflegen müssten. Da müssten wir wieder mal ein paar Rinder hinfahren, dass da wieder mehr passiert. Dann hätten wir ja oben die Zellstofffabrik. Die ist ja momentan auch fast voll. Da müssten wir auch sehen, bräuchten wir die nächsten Produktionen aber schon wieder, damit wir das Zeug von da rauskriegen. Darüber müssten wir gucken, wie wir es machen. Da fehlt uns wieder an Moneten, also da fehlt uns wieder am Gelde. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn wir versuchen wollen, oder so wäre meine Meinung, dass wir probieren, dass wir ein bisschen mehr auf Geld gehen, dass wir auch mal gucken, was können wir anbauen, was uns Geld bringt, beziehungsweise Gewinn bringt, Geld bringt. Also wir haben gesehen in der letzten Zeit, Klopapier bringt gut Geld, wenn er gut in der Zeit jetzt, ne, in den jetzigen Zeiten konnte ich es noch verstehen, wo sie sich drauf geschmissen haben. Aber so an sich, ich weiß, dass auch viel von den Wurstwaren Geld bringt, wenn man sie verkauft. Da müsste man aber dann wiederum gucken, wie macht man es, auf was gehen wir. Da dürft ihr gerne mal euch äußern dazu, damit wir mal gucken, wie weit, wo, wie, in welche Richtung geht es denn hier, oder in welche Richtung soll es denn bitte gehen. Ja, da dürft ihr gerne euch äußern. Ja, und dann müssen wir halt mal gucken, inwieweit es für mich momentan machbar ist, beziehungsweise was ich machen kann. So. Ich würde sagen, ich lasse den jetzt immer noch fleißig abladen. Und in der Zeit mache ich immer meine Abmod. Und ja, bedanke mich bei euch erstmal fürs fleißige Zuschauen, Einschalten, dabei sein. Würde mich natürlich riesig über Kommentare, Abos, Likes, Daumen, Kommentare von euch freuen. Und natürlich auch für alle Neuen hier auf dem Kanal. Drückt doch mal die Glocke hier unter dem Video, aktiviert sie, dann verpasst ihr keine Folge mehr hier von mir und seid immer brandaktuell informiert, wenn was Neues hier auf dem Kanal passiert. Und in dem Sinne, meine Freunde, würde ich sagen, euch einen schönen Tag gewünscht, bis demnächst, haut rein, ciao.